Na, Nasen, sind wir live? Was kommt denn jetzt? Der PBE-Stuff. Ja dann, let's go. Moin, liebe Leute, Freunde, Menschen. Willkommen zu einer neuen Runde PBE-Stuff. Heute stelle ich euch wieder die geilsten Neuheiten aus League of Legends vor, die uns mit dem nächsten Patch erwarten. Darunter sind so krasse Highlights wie Championship Z, Championship Riven kehrt zurück. Mega geile Skins, die mit unserem Lieblingsthema Essen zu tun haben. Auch dabei und wahrscheinlich das Wichtigste im ganzen folgenden Patch, das Yorick Rework, denn der bekommt eine komplette Überarbeitung und die hat es in sich. Als auch einige Buffs und Nerfs, die es in sich haben und die Meta so ein bisschen verändern werden. Ich reite emotional gerade irgendwie auf einer Welle der 70er Jahre Disco. Keine Ahnung warum. Fangen wir mit den wichtigsten Fakten an. Yorick Rework. Ein Champion, der eigentlich quasi nie gepickt wurde. Riot hat sich gedacht, da müssen wir was machen. Lange war es angekündigt und das Ding ist super strong und super geil anzusehen. Ihr seht es hier schon an den Ingame-Szenen. Mega viele coole neue Fähigkeiten, Effekte komplett überarbeitet. Die Skins, das Aussehen als auch Voice, richtig nice. Das Grundkonzept von Yorick bleibt dabei gleich. Das heißt, man arbeitet sehr, sehr viel mit seinen Ghoulen. Dieses Prinzip wurde aber erweitert durch einen zerstörbaren Käfig, so ähnlich wie der von Veigar, der aber nicht stunt, sondern nur festhält. Ganz krass hervorzuheben ist dabei seine Ultimate, denn die sieht einfach nur geil aus. Wenn ihr den Yorick mal in Action erleben wollt, guckt mal unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link von meinem Bro El Humbro, der hat dazu schon eine fette Montage auf dem PBE-Server aufgenommen. Lasst ihn einen Gruß da. I would totally fuck this guy. No homo. Und jetzt kommt der zweite Hammer. Championship Z. Der nächste Championship-Skin, man hat sich diesmal entschieden, dazu einen Midlaner zu nehmen. Zed natürlich, man hat lange darauf gewartet, super oft gepickter Champion, absolut die richtige Wahl. Sieht doch sehr, sehr geil aus von den Effekten, man hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Der Stil von Championship-Sachen, das heißt so in diesem dunklen Blau, ist man treu geblieben. Aber, liebe Freunde, aber, jetzt kommt der absolute Oberhammer. Riot hatte es irgendwann kurz mal angekündigt, ich habe es bis dato nicht geglaubt. Vorgestern kam, glaube ich, ein Video dazu raus von Riot auf Instagram. Man bringt nun offiziell für jeden quasi verfügbar Championship Riven wieder. Und da rastet die LoL-Community natürlich komplett aus. Die drehen am Rad, die kann man sich nur so hart gönnen. Aber nicht nur Championship-Skins kommen, sondern auch neue Food-Skins, also quasi Skins, die mit Essen zu tun haben. Dazu blende ich euch hier gerade ein paar Bilder ein. Wer mehr darüber wissen will, der klickt einmal auf mein Video dazu in der Videobeschreibung. 4 Champions habe ich mir wieder rausgesucht, wo die wichtigsten und größten Änderungen uns erwarten im nächsten Patch. Und das sind Lux, Gedächtnis wie so ein und das sind Lissandra, Lux, Sivir als auch Vladimir. Anfangen möchte ich bei Lissandra. Die meisten wissen es, Lissandra wird im Late Game besonders sehr, 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 sehr tanky und auch sehr, 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 sehr stark. Das möchte man ein bisschen dämpfen. Deswegen hat man die Anzahl der Lebenspunkte, die sie pro Level dazu bekommt, etwas herabgesenkt von 85 auf 74. Außerdem kostet ihre Q nun mehr Mana. Das heißt, normalerweise war das Mana, glaube ich, fest bei 85 als Kosten. Jetzt fängt man bei 80 an, danach geht es dann auf 90 hoch und so weiter und so fort. So dass du mehr damit arbeiten musst, dass du quasi jede 18 Sekunden einen kostenlosen Spell ausüben kannst. Jetzt kommen wir zu einem Buff, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Ich erzähle euch aber gleich warum. Wir reden nämlich von Lux. Ihr Slow von ihrer E-Fähigkeit wird hochgesetzt. Klingt nicht so viel, wenn man aber bedenkt, dass Lux eigentlich dauerhaft eine Winrate von über 50% hat und das schon seit Monaten. Und sie wird jetzt trotzdem nochmal gebufft. Da sieht man halt daran, dass nur wirklich das oberste Hundertste, das heißt die besten Prozente der Spieler, wirklich diese Buffs der Patches bestimmen. Denn Lux ist im High-Elo-Bereich zwar vielleicht viable, aber nicht so häufig gespielt. Und da sagt man sich, im Competitive-Bereich muss sie stärker werden, auch wenn sie in den unteren Elo-Bereichen schon stark ist. Jetzt kommen wir zu Sivir, die meiner Meinung nach den stärksten Nerf bekommt. Nämlich, Mana-Regeneration kommt runter, dann Base-AD wird runtergesetzt im Early-Game, als auch der Cooldown ihres Spell-Shields wird hochgesetzt. Wenn wir einmal sehen, besonders im Competitive-Bereich, wie oft Sivir gespielt wird, ist klar, das Potenzial dieses Champions ist unglaublich hoch. Besonders ihr Spell-Shield ist halt quasi der Game-Maker. Ja, du kannst dich als AD-Carry beschützen quasi für eine Sekunde vor zum Beispiel dem gegnerischen AP-Carry. Und das ist halt diese Sekunde, da kommt es im Teamfight drauf an. Und dementsprechend der Nerf hier absolut berechtigt von Riot.
Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Nerf, der meiner Meinung nach endlich kommt. Denn Vladimir, der ist momentan so broken. Entweder pickst du ihn oder du machst damit alles kaputt, spätestens wenn das Game mehr als 30 Minuten geht, weil du mega den Schaden machst, als auch mega tanky bist und fast immer durch deine Lache davon kommst. Die E-Fähigkeit von ihm wird massiv abgeschwächt. Einmal steigen die Kosten auf immer 10% deines derzeitigen Lebens, aber auch der Cooldown wird besonders im Early Game erheblich nach oben gesetzt. Denn statt 9, 13 Sekunden auf Stufe 1 ist schon ein richtig heftiges Ding. Absolut auch hier die richtige Entscheidung, oder was sagt ihr? Denn jetzt ist eure Meinung gefragt zum kompletten Patch. Welchen Skin findet ihr am besten? Was haltet ihr von Yorick Rework, der meiner Meinung nach super cool ist? Balance Changes, waren die Nerfs und Buffs richtig? Und wer nochmal selber genauer nachgucken möchte, den Link zu meiner Quelle habe ich euch selbstverständlich wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen, euch morgen wieder zu sehen im nächsten Video. Selbstverständlich könnt ihr auch auf meinen Social Media Seiten vorbeischauen. Auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn da halte ich euch immer auf dem Laufenden für League of Legends, Pokémon Go, auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und was es noch so gibt. YouPorn. Ich schwöre, YouPorn habe ich noch nicht gemacht. Wie dem auch sei, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Haut rein, bis morgen, euer Buddy. Es ist so heiß!